Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Warframe. Danke, Hortis, dass du mir genau hier reinredest. Das ist natürlich wieder perfekt. Wir machen heute auf der Sternkarte weiter. Habe ich mir einfach mal gedacht. Und zwar mit Deimos. Da war ich gerade auch schon drauf, weil ich gedacht habe, wir müssen da anfangen. Aber dann ist mir eingefallen, wir machen ja die Missionen. Weil die Bounty haben wir ja schon mal in der Folge gemacht. Ich weiß gar nicht, in einer der letzten war es, glaube ich. Aber wir fangen hier erstmal mit einer Mission an. Wir haben ja nur noch zwei Stück übrig eigentlich, also können wir uns das gut aussuchen, aber ich würde sagen, wir fangen mit Formido an. Eine Sabotagemission gegen Befallene 14 bis 16 ist nicht so schwer, eigentlich gar nicht schwer. Sollte für uns gut machbar sein, aber ja, wie gesagt, zwei Missionen müssen wir noch auf Deimos machen. Da müssen wir so oder so durch. Intruders are forcing this location's void portal. You are here to stop them. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if you are willing to shoulder the added risk. Okay, wir müssen hier jetzt 700 Meter noch laufen. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen Strecke machen hier. Und nicht hier auf Bäume klettern, so wie ich das gerade gemacht habe. Okay, den Aufzug sogar hoch. Ah, ne. Einfach runterspringen. Alles klar. Jawohl, das kennen wir ja schon. Gut genug eigentlich. Was wir hier machen müssen, ist nichts Neues. Jetzt muss ich nur halt die 100 Meter noch laufen. Aber haben wir auch gleich geschafft. Und dann müssen wir hier das kurz mal hacken. Gut, wirklich viel. Wie gesagt, halten die ja echt nicht aus. Die sind ja mit unserer Ignis gleich weg. Aber wir müssen es natürlich erstmal hier die Portalenergie auf 100% kriegen. Und da ich das eine Portal hier die eine Konsole oder das System, wie es hier heißt, verteidigen. Aber ja, ist ja natürlich nichts Schwieriges für uns. Vor allem kommen ja auch gerade irgendwie gar keine Gegner mehr. Ah, jetzt hier hinten einer. Komisch. Okay, das nächste. Jetzt kommt wieder einer wenigstens. Ah, da hinten ist nochmal einer. Wir haben 100 von 150 Gegnern mit einer Primärwaffe getötet, okay. Sollte nicht schwer sein, würde ich mal sagen. Sollten wir gut hinbekommen. Dann werden hier natürlich mal Gegner kommen, aber ich denke, heute in der Folge werden wir das schon noch schaffen. Okay, wir können jetzt mal ins Portal rein. Okay, mir wird sie angezeigt, deshalb sollte es kein Problem sein, den zu finden. Okay, den muss ich nehmen oder wieder zurück. Perfekt. Jawohl, jawohl, mache ich. Oh, achso, ich habe mir eine Fugus geschossen, deshalb. Alles klar. Ja, die halten selbst mit der Furis nichts aus. Hallo, jetzt, danke. Und raus hier, nehmen wir hier noch die paar Gegner mit. Dann brauchen wir nur noch 40. Okay, ich habe 14 Sekunden. Weiß nicht, ob ich in der Zeit draußen sein muss. Könnte nämlich ein bisschen schwer werden. Hallo. Vor allem, wenn ich nicht hier hoch kann. Ah, ich muss gar nicht hier hoch. Alles klar. Tenno,
are still undiscovered supply caches in the area. You may want to locate them before leaving. Nö, brauchen wir nicht. Die Orokin-Lager lassen wir jetzt mal außen vor. Die interessieren uns erstmal jetzt gerade nicht. Wir wollen hier schön mit der Sternkarte weiter nach vorne kommen. Wir haben ein paar Nanospuren bekommen. Nichts Besonderes. Und ein bisschen Credits. Zwei Bosse getötet. Okay, zählen die zwei also als Bosse, die wir da töten mussten, bevor wir den Key bekommen haben. Aber ja, waren ja keine schweren Bosse. Okay, dann schauen wir mal weiter. Als nächstes steht, glaube ich, eine mobile Verteidigungsmission an. Ja, mobile Verteidigung. Gehen wir da auch solo rein. Auf dem Gegnerlevel brauchen wir keine Unterstützung von irgendwelchen anderen Spielern. Da kommen wir noch sehr gut so durch. This is a mobile defense mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I break into the network. Be prepared for heavy resistance. I can't do this without you. Jawohl, jawohl. Get me in and get ready to defend. Die Befallenen sind ja, wie wir alle wissen, wie ich auch schon oft gesagt habe, keine wirklichen Fernkämpfer. Sind alles nur Nahkämpfer, deshalb können wir hier gemütlich stehen bleiben. Und müssen uns nicht hier Sorgen drum machen, dass die hier aus der Ferne drauf schießen. Aber von oben runter können sie anscheinend springen. Und von vielen Seiten können sie auf jeden Fall auch herkommen. Das ist sicher. Okay, wir haben hier nochmal eine Herausforderung geschafft, eben die 150 Gegner mit einer Primärwaffe. Nicht schlecht, auf jeden Fall haben wir wieder ein bisschen was für die Nightwave getan. Auch wenn ich da schon komplett fertig bin. Und mit der Ignis kann man hier einfach schön draufbleiben. So langsam wie die Munition runtergeht. Noch 50 Sekunden haben wir übrig. Das sollten wir locker schaffen. Sollte kein Problem für uns sein. An sich die Mission sollte ja kein Problem für uns sein. Aber ja, dann sollten wir hier eigentlich danach Deimos komplett abgeschlossen haben. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, ich habe da nicht irgendwas übersehen. Eine Kleinigkeit, aber kann eigentlich nicht sein. Okay, noch 10 Sekunden, dann haben wir den ersten Teil schon geschafft. Ich glaube, wir müssen ja 3 Stück machen. So, perfekt. Dann schnell zum nächsten. Ah, wir müssen sogar nur 2 machen, das ist gut. Das ist natürlich super. Okay, noch 2 Minuten oder 2 Minuten insgesamt, also noch 1 Minute 40 jetzt gleich müssen wir warten. Oder was heißt, ja, warten ja nicht, wir müssen ja schon ein bisschen was tun. Ist ja nicht nur einfach rumstehen. Ein bisschen was müssen wir ja schon tun. Aber definitiv nicht schwer. Die Kuva-Festung müssen wir auch noch machen. Da kann es dann, glaube ich, schon etwas schwerer werden. Wobei das Gegnerlevel, glaube ich, auch nicht so extrem hoch ist. Ich glaube 30 oder 40 so rum. Aber auf jeden Fall sollte das beides machbar sein. Oder ja, da muss es natürlich machbar. Jawohl, jawohl. Noch 50 Sekunden. 50 Sekunden. Von der Seite hier kam noch gar keine. Anscheinend haben die da keinen Bock rauszukommen. Oder ist es überhaupt eine offene Tür? Ah ne, die Tür ist zu, okay. Dann können sie natürlich da schwer rauskommen. Bisschen Glasresonanz da vorne. Aber das sollte uns auch nicht stören.
Komm, wenigstens noch ein bisschen Glasmacher ansehen. Dann haben wir es ja auch gleich schon in 10 Sekunden geschafft. Ja, da hat sie recht. Okay, und wir können raus. Wohin? Wohin geht's? Zeig mir den Weg. Da oben lang, okay. Jetzt hier? Okay, hier durch. Okay, ja. Verstehe. Dann da lang. Ah, komm schon. Dann hier durch. Ah, da kommen wir nicht hoch. Okay. Müssen wir die Treppen laufen. Ich habe gedacht, ich kann hier jetzt cool hochspringen. Noch schön durch den Laser durch. Perfekt. Dann sind wir auch gleich da. Noch 200 Meter gleich. Ach man, jetzt springe ich hier voll dagegen. Und wir haben einen Wrack gefunden. Okay. Und wir haben es geschafft. Perfekt. Dann bin ich mal gespannt, wie es mit Deimos jetzt aussieht. Müssen wir eigentlich eine Nightmare-Mission freigeschaltet haben. Rein theoretisch. Aber ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Was uns da erwartet. Hm, komm schon. Und... jawohl, sieht gut aus, perfekt. Guter Albtraummodus ist freigeschaltet, das heißt, die Kuva-Festung ist noch übrig hier. Zwei Missionen, einmal eine Störung und einmal eine Spionage. Das ist richtig gut. Okay, die machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Ich denke nicht, dass wir es direkt in der nächsten Folge machen. Wobei, ja, ich muss mal schauen. Das werdet ihr ja dann sehen, wann wir die Kuva-Festung machen und wann wir dann den Steel Path freigeschaltet haben, beziehungsweise wann wir die Sternkarte komplett abgeschlossen haben. Fehlen ja nur noch die zwei Missionen hier. Aber wenn euch diese Folge hier natürlich gefallen hat, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.